Wir sehen hier das Einsteigerhandy Sony Ericsson K320i. Es hat GPRS, WAP und Bluetooth und somit kann man mit dem Handy auch E-Mails schreiben. Es ist ein Netfront-Webbrowser vorinstalliert und man kann auch RSS-Feeds empfangen. Man sieht leicht, dass das Display doch relativ klein ist. Es ist auch nur ein UBC-Display mit 65.536 Farben. Ja, das ist das Displayart von vor ein paar Jahren. Also man sieht schon, die Farben sind schon ja, ein bisschen veraltet, die Technik, aber es ist auch nur ein Einsteigerhandy. Es hat eine Auflösung von 128 und 160 Pixel, ist allerdings sehr leicht und auch klein. Die Maße sind 100 x 44 x 18 mm. Es liegt gut in der Hand und wir sehen, es ist ja ein bisschen breit, aber dafür ist es auch, das Design ist eigentlich sehr schön für ein Einsteiger-Handy. Also wenn man das zum Beispiel verschenken möchte, für seine Oma oder für die Mutti, die nur erreichbar sein soll, dann ist das auch wirklich schön und man kann telefonieren, ein paar Bilder machen mit der VGA-Kamera, aber ja, ansonsten kann es nicht so viel, aber das kann es ganz gut. Hier oben haben wir auch den Auslöser für die Kamera, auf der oberen Seite den Anschalter. Und auf dieser Seite noch ein Menüknopf. Hier unten ist der Anschluss für das Ladekabel und das USB-Kabel. Jetzt wollen wir uns das Menü des K320 näher anschauen. Da haben wir oben links die Alarmsignale, daneben die Internetdienste, die Unterhaltung. Darunter verbergen sich Play Now, der Media Player, Spiele, Foto-DJ, Musik-DJ, Fernbedienung und man kann auch Sound aufnehmen. Weiterhin haben wir noch Fotos, also sowas wie die Galerie, Nachrichten, die Kamera, Organizer, Kontakte und Einstellungen. Wir sehen hier, dass wir so einen kleinen Joystick haben, den wir nach unten, nach oben bewegen können und dementsprechend verändert sich halt auch der Punkt hier im Menü. Hier haben wir noch eine Zurücktaste und eine Löschtaste. Die Tastatur ist auch schön abgegrenzt. Sie hat hier kleine Wölbungen, sodass man sie gut trifft. Und ob sie sich auch gut tippen lässt, also ob der Druckpunkt okay ist, gucken wir mal, indem wir eine SMS schreiben. Und dann tippe ich mal. Also die Tasten sind sehr gut. Sie haben einen wirklich guten Druckpunkt. Man weiß ganz genau, dass man getippt hat. Sie fühlen sich natürlich sehr plastisch an und man hat natürlich das Gefühl, dass sie nicht ewig halten werden. Aber sie erfüllen ihren Zweck sehr gut, sind auch etwas beleuchtet. In der Nacht sieht man hier, dass ein bisschen gelb durchscheint. Also man kann auch nachts ohne Probleme tippen. Ein Mangel an dem Handy ist, dass es einen schwachen Akku hat. Also man kann nicht ewig auf Reisen gehen, ohne es einmal aufzuladen. Da muss man schon immer das Ladegerät dabei haben. Und man kann den Speicher nicht erweitern. Somit muss man versuchen, mit dem internen Speicher von 15 MB auszukommen.